Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir sind heute auf Schlammpeitz, gell? Schauen wir einfach mal, ob wir hier ein paar schöne fangen. Ich habe jetzt einfach mal keinen Goldköder genommen. Ich habe jetzt mal die Köcherfliegenlarve genommen. Oder ist schon irgendwo einer dran? Guck mal gerade, ob hier. Hier ist einer. Mal gucken, ob das einer ist. Also die südlichen beißen hier auch. Die Stichlinge. Die schmeißen jetzt hier einfach, ja, so 5 bis 7 Meter maximal. Zwischen die Bäume. Und ich zeige euch gleich, wo wir hier stehen. Wir stehen hier auf der Karte bei F5 unter dem Lagerfeuer, also unter dem Zeltplatz. Jetzt hat schon wieder irgendwas gebissen. Oh, hier ist was dran. Und normalerweise sind jetzt in der Rekorde die ganzen Fische mit den Goldködern mit Fischleich. Aber ich habe meinen damals auch auf Köcherfliegenlarve gefangen. Einen habe ich auch gesehen in den Rekorden, der auch mit Köcherfliegenlarve gefangen hat. Also wenn wir mal gucken hier bei Fische. Können wir auch hier gucken. Müsste da auch noch drin... An den Schlammpeitz geschieht. Ist hier gar nicht. Okay. Gehen wir auch mal. Fische. Schlammpeitzke. Den habe ich hier mit Köcherfliegenlarve gefangen. Also mal gucken. Ich habe gerade ein Turnier aufgemacht. Und der dritten Dings, also der Pommes, der angelt hier jetzt gerade mit Fischleich. Wir schauen mal. Ah, jetzt kommt ein Rotauge, glaube ich. Ob er jetzt wirklich wesentlich besser fängt als wir. Nein, bisher haben wir jetzt noch keinen Schlammpeitzger, aber mal schauen. Guck mal, ob gerade schon einer... Ne, ist noch keiner gefangen worden. Wie gesagt, wir stehen hier auf der Karte bei 113, 108. Ausrüstung, S24er Haken, Köcherfliegenlarve, kleines Fluorovorfach, Schlaufenmontage. Schauen wir mal. Jetzt kommen natürlich hier Giebel und sowas alles noch. Und dann 5 bis 7 Meter. So, guck mal, ich glaube, da hat schon wieder einer gebissen. Nochmal einen südlichen. Gucken, hier könnte jetzt schon wieder einer gehakt sein. Das kriegt man jetzt aber nicht so gut mit, ne? Ne, doch, da ist was dran, glaube ich. Aber das könnte... Ne, auch wieder ein bisschen zu schwer. Wie gesagt, ab 200 Gramm ist der Trophy. Und am besten beißt er halt so Abendstunden, Nacht. Ist er halt am aktivsten. Ich glaube, ich hätte auch schon wieder was gezuppelt. Da kriegt man gar nicht. Ah, jetzt. Auch wieder Rotauge. Ich habe jetzt extra mal hier das alles auf 7 Gramm hier gestellt. Ja, die südlichen scheinen hier auf jeden Fall auch zu gehen. Habt ihr ja schon gesehen. Ein paar gute sind da schon gefangen worden. Oh. Nochmal wieder ein Stichling. Ich weiß halt nicht, ob auf Fischleich jetzt auch die Stichlinge gehen würden. Was haben wir hier jetzt? Ah, der ist hier zu groß. Der ist zu groß. Fettes Rotauge. Was hier jetzt ist. Zuppelt da. Okay. Der ist schon gehakt? Ne. Der ist nicht gehakt. Da hätten wir mal warten sollen.
Pommes hat schon den ersten Schlamphals, gell? Wie gesagt, der angelt jetzt halt mit Fischleich. Aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal probieren, halt auch. Also ich denke auch, dass man die, also, weil halt auch schon eine Rekorde steht, definitiv auch ohne Fischleich gehen. Das könnte wieder ein Rotauge sein hier. Mal eine Lampe aufstellen hier. Gleich dunkel. So, mal gucken. Ah, der ist ein bisschen zu groß hier, ne? Ja, auch wieder ein Rotauge. Ich glaube, die bessere Frequenz scheint wirklich auf Fischleich zu sein. Gucken, hier ist auf jeden Fall was dran. Das ist einer. Da haben wir den ersten. Da siehst du, wir halten dagegen. Wir halten ohne den Goldköder dagegen. Aber ich finde Fischleich halt mega teuer als Goldköder. Und der geht, also ich weiß ja nicht, so viele Fische gehen auch gar nicht auf Fischleich. Und naja. Ich meine, wer natürlich noch Fischleich irgendwie rumliegen hat und den nicht braucht oder so. Aber ich würde mir jetzt, weiß nicht, also ich würde kein Fischleich kaufen wollen. Nur für den Schlammpalzgeld. Ich würde es dann eher mit köcherfliegen Larve probieren. Ich kann euch gleich auch nochmal den Rekord zeigen. Hier ist, glaube ich, auch was dran. Klar hat man jetzt auch ein bisschen mehr Beifang hier. Gucken mal kurz in die Rekorde rein. Machen wir alle Regionen, da habe ich den, glaube ich, gesehen, nämlich. Schlammpeitz, gell. Na, hier ist halt einer auch mit köcherfliegen Larve drin. Na, hier ist auf jeden Fall was. Na, auch nochmal ein Stichling, ne? Ah ne, jetzt kommt Kaulbarsch hier noch, okay. Aber ich glaube, Stichlinge und Kaulbarsch wurde, der den Spot reingestellt hat im VK, der hat da, glaube ich, auch Stichlinge und Kaulbarsch auch mit dem Kescher gehabt. Ja, welcher beißt zuerst? Ist da schon was dran? Ja, irgendwo ist schon was dran. Ja, okay. Wieder ein großes Rotauge wahrscheinlich. Mal gucken, wer das Turnier gewinnt hier. Ich denke mal, wenn die Nacht vorbei ist, dann werden auch die größeren Fische dann von den Schlammpalzkennen eh nicht mehr beißen. Da ist auch wieder ein Rotauge, weil Schlammpalzker zuppeln halt nicht so. Das sind dann eher die Rotaugen, die dann die Rute immer so ein bisschen zum Wippen bringen, da zum Schlagen bringen. Ja, welcher geht zuerst? Jetzt gehen alle drei Ruten hier. Wie gesagt, einfach Schlaufenmontage, kleines Vorfach, Futterkorb. Kleiner Haken, Köcherfliegenlarve. Jetzt haben wir, glaube ich, hier gleich drei Rotaugen auf einmal, oder was? Der ist ein bisschen größer, auch ein Rotauge. Irgendwas, ah doch, hier ist was dran. Auch nochmal ein Rotauge. Da fängt ja schon den nächsten hier. 115 Gramm. Ich denke mal, die Frequenz scheint wohl wirklich Fischleich ein bisschen höher zu sein. Aber wir geben nicht auf. Wir halten durch unseren köcherfliegen Larven hier.
glaube, die anderen beiden angeln auch mit Köcherfliegenlarve, soweit ich das jetzt rausgehört hatte. Ist auf jeden Fall schon wieder was dran, ne? Ah, wieder ein Stichling, schade. Oha. Ah, es sind wahrscheinlich Rotaugen wieder. Ich glaube, Stichling hat man hier auch eine gute Chance. Auf Trophy, ich guck mal gerade, Stichling. Drei Stachel, ne, neun, südlicher, ne, südlicher. Südlicher, ja auch Köcherfliegenlarve. Ab 70 Gramm sind die ja Trophy und auch Fischlaich, okay. Also gehen die auch auf beides. Wahrscheinlich vermehrt wirklich auch Fischlaich denn. Tja, hat er jetzt irgendwo schon gebissen hier? Hier ist auf jeden Fall was. Ah, was Größeres. Immer was Größeres. Ah, Rotauge. So, hier haben wir noch einen Biss. Gucken wir hier nochmal kurz. Ne, doch, da scheint auch was dran zu sein. Ja, irgendeinen Beifang wird man ja immer haben hier. Aber auf jeden Fall mal ein guter Spot für die Stichlinge und für die Schlammpeitsche, gell? Wie gesagt, wir stehen hier alle vier an dem Spot. Hätten wir eigentlich Stichlinge auch noch mit reinnehmen können hier ins Turnier. Ist hier jetzt schon was dran? Ne, jetzt. Na, ist das hier? Na, schade. Leider wieder ein Rotauge. Gucken wir hier nochmal. Das wird wahrscheinlich auch ein Rotauge sein. Kurz was schauen hier. Statistik drehen. Sura, Rotfeder. Rotfeder. Aber Rotfeder habe ich, glaube ich, das Trophy schon gefangen, ne? Ja. Aber Rotfeder wäre auch nochmal eine Idee, dass man da vielleicht. Oh, was ist da los? Dass man da vielleicht nochmal gezielt drauf geht. Mal an der Sura. Also, wenn ihr vielleicht noch eine Idee habt, Rotfeder an der Sura. Auch mal wieder Lust drauf, mal ein bisschen Rotfedern zu angeln. Rotauge habe ich mittlerweile in den letzten Tagen, wo ich auch mal den Ehrenfischer noch probiert hatte am Spiegelsee, auf fast alle Köder, ne? Sei es Tauwurm, Mistwurm, Regenwurm, ja, Erbsenbrei, überall Rotaugen drauf. Erbsenbrei hatte ich dann auch noch Trophy-Rotauge gefangen am Spiegelsee. Die beißen auch auf sehr viele Köder, ja. Vielleicht sogar, wenn man jetzt hier mit Fischleich angelt, dass sie dann eher nicht beißen. Dass man die Rotaugen eventuell ein bisschen ausfiltern könnte.
Na, die anderen beiden haben auch noch keinen Schlammpeitzger gefangen. Man weiß jetzt halt auch nicht, wie viele er jetzt schon insgesamt gefangen hat, ne, weil er jetzt ja immer drüber kommen müsste. Das könnte vielleicht einer sein hier. Oder ein Stichling wieder. Nee, das ist auch was anderes. Ah, viele Rotaugen. Wird sonst echt mal vielleicht mal eine Route doch mal auf Fischleich machen, ob das wirklich so viel besser geht. Weil, ja, wir haben jetzt wirklich nur einen Schlammpeitzger hier von zig Rotaugen hier gefangen. Meine Frequenz ist super hier mit den Rotaugen, ne? Aber ist ja nicht unser Zielfisch, ne? Ich glaube nämlich er selber, was hat er hier im Kescher gepostet? Ja, also der hat auf jeden Fall keine Rotaugen gefangen. Ich würde sonst sagen, wir bauen mal einmal noch mal kurz um. Hier könnte was dran sein, glaube ich. Was Kleineres. Und wieder ein kleiner Stichling. Ich mache mal einmal hier Fischleich rauf. Hab zwar noch 18. Einfach mal testen. Das ja, die anderen beiden Routen kann ich ja mal lassen. Dann einfach mal gucken, was jetzt am meisten beißen würde, anstatt halt Rotaugen. Oder ja, doch die Rotaugen. Ja. So, gucken, ob schon was irgendwo dran ist. Ne. Mach alles ruhig. Also Sumpferritze nur nochmal als Anmerkung. Sumpferritze habe ich insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Trophys noch gefangen nach der ersten, die ihr da im Video gesehen hattet. Also Sumpferritze geht so die erste Stunde, so die ersten 1,5 Stunden, fängt man da schon ziemlich viele Trophys. Oh, ist das... guter Stichling, ne? Ach, ein Kaulbarsch wieder, schade. Oh lol, Twitch Knorkenboy. Oh, jetzt hat er auch... Ich hoffe, er weiß nicht, ob er jetzt mal fragen. Ich frage ihn einfach mal, ob er es mit Larve oder Fischleich geangelt hat. Ah, siehst du, mit Larve, ja. Ich hätte jetzt noch nichts gebissen. Da, Peter fängt auch seinen ersten. Sehr schön. Jetzt haben wir alle gefangen. Ob der jetzt schon gebissen hat hier? Nein, noch nicht. Jetzt. Ach, schade, wieder ein Rotauge. Wir hatten mir die Stichlinge auch mit Eintagsfliegenlarve, glaube ich, hatten wir die mehr geangelt. Also wenn ihr hier gezielt auf Stichlinge gehen wollt, könnt ihr das, glaube ich, auch mal probieren. Ich glaube, aber meine hatte ich meine hatte ich letztendlich dann auch mit Köcherfliegenlarve gefangen. Hier hängt er kurz durch.
Noch nichts gebissen. Jetzt, ne? So, bitte nochmal kurz. Jetzt geht hier was auf Fischleich. Ja, Fischleich direkt ein Schlammpalz, gell? 34. Da kommt wieder wahrscheinlich ein Rotauge. Ne, was ist das? Doch. Ne, ein Giebel. Palzke bei 20 Fischen. Das ist heftig. Also er schreibt auch gerade, also das ist wirklich ein riesen Unterschied, ob man hier mit Fischleich oder mit Köcherfliegenlarve angelt. Ja, weil halt auch dann keine Rotaugen drauf gehen. Ne? Dadurch filtert man ja auch schon so ein bisschen mehr raus. Ja, das wird auch zum Beispiel wieder ein Rotauge sein. So wie der zuppelt. Gebissen. Ja. Ist halt schon ein Unterschied auf jeden Fall. Aber es gab halt, wie gesagt, auch mal Zeiten, da war Köcherfliegenlarve so der Topköder für Schlammpalz, gell? Wo Fischleich denn gar nicht mehr so weit oben stand. Ich würde sagen, so um 5, 6 können wir hier ruhig noch eigentlich machen in-game. Bis dann die Frequenz so ein bisschen nachlässt. Oh, da ist glaube ich was. Was kleine. Oh, was ist das? Ah, ein Stichling. Ein Kaulbarsch wieder. Ich glaube, der Schlammpalzker, der schlägt auch nicht großartig aus, ne? Dass man den Biss besser mitbekommt. Ja, jetzt kommt nochmal. Oh, der ist schon ein bisschen besser, glaube ich. Ja, das ist schon ein bisschen besserer Schlammpalzker hier. Ah, 34 auch wieder. Nehmen wir erstmal mit. Ja, habt ihr gesehen den Biss, ne? Ganz langsam runter, ohne jetzt großes, hier zum Beispiel wie hier jetzt, ne? So gute hier am Hochen runter und zur Seite und gucken, ob der schon dran ist hier. Wird auch wieder ein Rotauge sein, ne? Ja, geht's wirklich am besten mit Fischleich. Ich hätte gedacht, dass man da ein bisschen gegenhalten kann mit Köcherfliegenlarve, aber die Frequenz ist mit Fischleich auf jeden Fall deutlich höher. Und wie Pommes schon gesagt hat, zu mir gerade im Discord, ja, ich meine, wozu braucht ihr den Fischleich sonst? Also wenn ihr jetzt noch welchen habt, ne? Ja, wozu? Gibt halt kaum Fischarten, womit man jetzt Fischleich da wirklich ja, super beangeln könnte. Jetzt kommt die Sonne langsam raus. Ich weiß gar nicht, wo geht das jetzt? Hier hinten, ne? Da ist noch der Mond zu sehen. Nochmal zum Ende nochmal einmal ran. 15 haben wir noch.
Mal zwischendurch gucken, ob irgendwas was gebissen hat. Ja, irgendwo ist schon wieder was dran. Kriegt man mal gar nicht so mit, ne? Hier ist was dran. Hier mehr wirklich mehr Stichlinge auf die Köcherfliegenlarve. Gucken, ob noch irgendwo was dran ist. So, da haben wir noch mal ein Biss kurz nach Ende der Nacht. Mal gucken. Ist noch mal ein Schlammpeitzger hier. War noch mal 34. Irgendwie haben wir heute mit der 34. Ne? Ich habe glaube ich schon 4 Stück gefangen jetzt. 34 sind aber auch wieder auf Fischleich hier. Also Köcherfliegenlarve hatte ich jetzt auch nichts mehr. Die anderen beiden hatten auch nichts mehr gefangen auf Köcherfliegenlarve. Ja. Was haben wir hier? Oh doch, jetzt haben wir auf Köcherfliegenlarve mal wieder einen, aber noch kleiner, ne? 24. Ja, wie gesagt, also Bissfrequenz auf Köcherfliegenlarve ist jetzt nicht so hoch. Ich glaube, wir hatten jetzt, ich guck mal gerade, zwei hatten wir jetzt auf Köcherfliegenlarve und 3 jetzt schon auf Schlammpeitzger. Und ich habe ja noch nicht so lange jetzt die Routen draußen hier mit Fischleich. Ja, gut, alles klar. Dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Probiert es auf jeden Fall aus. Entweder ihr müsst ja halt selbst entscheiden, ob euch das wert ist mit Fischleich. Vielleicht habt ihr auch noch Fischleich. Probiert es einfach. Ansonsten müsst ihr halt ja, mit Köcherfliegenlarve probieren. Oder wenn halt irgendwann ja, der Schlammpeitzger mit Köcherfliegenlarve wieder ein bisschen besser geht, na, könnt ihr es auf jeden Fall mal mit dann nochmal probieren. Alles klar, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfring. Tschüss.